Das Redmi 2 vom chinesischen Hersteller Xiaomi wird in Deutschland bisher nicht offiziell angeboten. Es könnte aber mit der voranschreitenden Verbreitung von Xiaomi auf dem Weltmarkt bald auch für deutsche Nutzer in den Fokus rücken. Bisher muss sich der Kunde noch an Händlern halten, die den Import übernehmen. Ob sich der Aufwand lohnt, zeigt der Test bei insidehandy.de. Das Gehäuse des Xiaomi Redmi 2 kann den günstigen Preis nicht ganz retuschieren. Hochwertige Materialien sucht man vergebens und der Rückdeckel knarzt etwas. Allerdings ist die gebotene Verarbeitung für den Preis ordentlich und alles wirkt stabil und robust. Da allerdings kein praktikabler Ladeadapter und keine Kopfhörer beigelegt sind, ist ärgerlich. Löblich hingegen fallen die Dual-SIM-Funktion und die Speichererweiterung ins Gewicht. Alle drei Ports verstecken sich hinter dem Rückdeckel und sind nur dann zugänglich, wenn der Akku entfernt ist. Das Display des Xiaomi Redmi 2 kann mit einer HD-Auflösung und der moderaten Größe von 4,7 Zoll überzeugen. Es ist einstellbar, hell, hat eine tolle Blickwinkelstabilität und satte Farben. Es kann in seiner Sättigung und der Farbtemperatur auf die Wünsche des Nutzers abgestimmt werden. Dabei könnte es noch etwas besser auflösen und die Helligkeitsautomatik könnte etwas zarter dimmen. Das Xiaomi Redmi 2 besitzt keinen High-End-Prozessor oder 4 GB Arbeitsspeicher und trotzdem überzeugt das Smartphone mit flotter Bedienung und mächtiger Ausstattung. Vor allem die Liste der Verbindungsmöglichkeiten ist für den angepeilten Preis lobenswert komplett. So gibt es LTE, USB on the go, Miracast und MHL. Die Spitzenleistung wird bei hoher Belastung ab und an etwas vermisst und führt zu kleinen Rucklern. Jedoch reicht die gezeigte Power für den Alltag jederzeit aus. Die 8-Megapixel-Kamera des Redmi 2 hat im Test mehrmals überrascht. Die Bildqualität lässt bei genügend Licht nicht viel zu wünschen übrig und die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten bieten viel Spielraum zum Experimentieren. Dazu kommt ein Blitzlicht und ein Burst Mode, beides in dieser Preisliga keine Selbstverständlichkeit. Das Redmi 2 kann bei der Software gewaltig punkten, verliert allerdings bei der Multimedia-Leistung wieder etwas von der guten Bewertung. Das Betriebssystem MIUI 6 ist eine wohltuende Abwechslung zum Android-Einheitsbrei und kommt mit einigen intelligenten Lösungen daher. Der Sound des Lautsprechers ist für zwischendurch mal in Ordnung, aber auf Dauer kann nur die Lautstärke überzeugen, nicht aber die Klangqualität. Der Akku des Xiaomi Redmi 2 kann im Test überzeugen, einzig bei starker Beanspruchung geht er in die Knie. Gleicht den Umstand allerdings mit einer guten Gesamtleistung aus und verdient sich damit ein kleines Lob. Das Billig-Image wurde im Test nicht bestätigt. Das Xiaomi Redmi 2 zeigt sich als erwachsenes Smartphone, das in einigen Punkten mit besseren Ideen aufwarten kann als viele der Modelle der etablierten Hersteller. So ist das Android-Betriebssystem komplett umgekrempelt und nicht nur lieblos mit einer Benutzeroberfläche überzogen und es wurde viel Wert auf praktikable Eigenschaften gelegt. Verbindungsmöglichkeiten und Akkuleistung sind hier wichtiger als die Spitzenleistung des Prozessors oder eine hohe Displayauflösung. Alles in allem kann das Xiaomi Redmi 2 für die interessant sein, die auf der Suche nach etwas Exotischem sind, das auch mal ein wenig mehr Einlesezeit benötigt. Die Materialien sollten dabei nicht im Vordergrund des Interesses stehen, da es auch in diesem Preisniveau Besseres gibt. Belohnt wird der Käufer allerdings mit einem tollen Betriebssystem, einer praxistauglichen Bediengeschwindigkeit und einem günstigen Preis.